Jeden Tag, wir gehen wir so nach der 4, wir sind immer im Garten. Und am Samstag ist der ganze Tag im Garten, manchmal Sonntag auch im Garten. Und Franziska ist nicht so zufrieden, weil er will Gärte irgendwo spazieren und so. Und manchmal tritt er immer im Garten, immer im Garten. Und das so ist. Also, das ist unser Hase, so, aber nur groß und die kleine Hase auch. Aber die kleine Hase hat nur 3-4 Tage so. Das ist im Boot alle Mädchen. Das ist eine Mann vorne, die ist schwarz. Sag dir, Franziska. Meitli, die dürfen. Upa! Ja, ja, kein Problem, kommt schon wieder. Und das ist ein Haus, ich habe gemacht mit Francisco und seinem Bruder. Da kommt der Bisobe da. Vor da, vielleicht besser. Tauben oder wer ist da drin? Nein, die Hase. Ah. Und da hinten kommt auch Hase, bis dieses Haus da. Francisco hat gemacht. Architekt. Nachmittag, so immer da schlafen. Das ist unser Schranke, wie sagen das? Schranke. Aber mit dem Gas. Vielleicht wenn du diese da offen machst. Aber mit dem Gas. Ja, super. Und diese mit Holz, Hof und so. Mit Holz. Ja. Ja, diese habe ich gefunden, ich habe probiert, aber das geht nicht so. Ich bin 13 Jahre in der Schweiz und bis jetzt, vor 2 Jahren habe ich angefangen, so Probleme in der Schweiz wegen Arzt oder so. Vorher habe ich nur gearbeitet, so normal. Ich habe schon viel gemacht, ich habe Gartenbau gearbeitet, in Flachta. Immer schwer Arbeit, vor das ist jetzt Gesundheit das Problem. Momentan bin ich nicht mehr arbeitslos. Meine Frau arbeitet. Ja, vielleicht in 2-3 Jahren geht auch in Jahr, sozial wegen meiner Gesundheit. Ich schaffe nicht, heute habe ich kein Meld-IV. Und schaue, was geht weiter. So. Schwere Arbeit darf ich nicht, wegen ich habe Diskushernie, Knieprobleme, Schulterprobleme. Und muss schauen, was geht weiter. Da. Und ich habe schon fast Depression gehabt und Frau, sie sieht dir nicht, aber vielleicht habe ich schon angefangen, auch, weil sie vorher ist viel so Stress auch und also wegen Wohnen und so. Das ist für uns ist wirklich eine Wohnung muss finden, so wegen sehr schwierig so für uns. Wir wohnen alle vier, schlafen alle vier in einem Zimmer und die ist auch nicht so gut, alle Erdmann oder so. Man mit Fenster offen, die Kinder sofort krank, wegen so kalt am Abend und so. Franziska, wo würdest du denn lieber spielen? Ums Haus herum bei dir oder findest du es dann da gleich noch schöner? Um Haus. Du würdest gleich lieber ums Haus herum spielen? Warum? Dort kann man so Fußball spielen. Und? Mit Rutschbahn, mit Schaukeln, Klettern, Sandkasten. Und? Hast du deine Kollegen? Alle deine Kollegen? Und da hat keine Kollegen, hat nur Bruder, vor das vielleicht gestritten und so.